Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwan und heute mache ich Rahmen. Aber keine ganz normalen Rahmen. Teeny, tiny, klitzekleine Rahmen. Und zwar habe ich vor, ich glaube mittlerweile einem oder zwei Jahren, Tiny Food gemacht. Und viele von euch wollten das wiedersehen. Deswegen gibt es heute eins meiner Lieblingsgerichte tatsächlich. Rahmen in klein. Ich muss dazu vorweg sagen, dass sie jetzt nicht so super klein werden, so wie man es in manchen YouTube-Videos sieht, wo die Leute auch wirklich so eine klitzekleine Küche haben. Ich mache einfach eine kleine, also wo habe ich meine Schüssel? Also das wird die ganze Portion und sonst ist so eine Rahmschüssel ja so groß, also sehr groß. Das ist eine kleine Portion. Wenn man sich wie ich mit dem Thema Rahmen beschäftigt hat, weiß man, dass es viele verschiedene Arten von Rahmen gibt. Also es gibt nicht das eine Rezept. Heute möchte ich ein vegetarisches Rezept machen, weil es einerseits mit so Rückenmarksknochen viel zu lange dauert und andererseits auch viel komplizierter ist. Und man bekommt zum Beispiel mit Shiitake-Pilze auch so ein gutes Aroma, dass man das Fleisch gar nicht vermissen wird. Das Rezept, was ich dafür benutzen werde, ist von meiner Freundin. Die hat uns mal so ein schönes Paket zusammengestellt und ein Rezept dazu gepackt. Ich weiß nicht, woher das ist, aber es war sehr lecker und deswegen halte ich mich daran. Und es glänzt. Und für unsere Teeny Tiny Ramen brauchen wir Eier, natürlich. Denn eine gute Rahmsuppe braucht für mich immer Eier. Und falls ihr meine Instagram-Stories verfolgt, wisst ihr, dass ich Wachteleier benutze. Dann brauchen wir noch Knoblauch und Karotten. Da habe ich jetzt die super kleinen gekauft. Es wird ja eine Tiny-Suppe. Frühlingszwiebel ersetze ich durch Schnittlauch. Ansonsten kommen noch Pilze, Chili, Miso-Paste, Sriracha-Soße, Shiitake, Sesam, Seitan und Minimize. Und natürlich weiteres Gemüse, was man drin haben will, wie zum Beispiel Pak Choi. Und dann beginnen wir mal mit der Zubereitung. Ja, ich habe mich umgezogen. Mir war zu warm. Ja, ich weiß, das ist auch ein Pullover. Aber das ist ein lockerer. Also das sieht schon mal hässlich aus. Das machen wir weg. Als allererstes werden wir diese Shiitake-Pilze 30 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Shiitake-Pilze, everybody. Das riecht gut. Ein kleines Trockenpack. Ich schwimme jetzt nicht die Dark Pilze. Leute, sagt mal, wie findet ihr diese zweite Kamera? Ich habe mal heute versucht, die Produktion ein bisschen hochzuschrauben. Und ich glaube, es gefällt mir ganz gut. Als nächstes bereiten wir schon mal unsere Eier vor. Und zwar müssen wir sie 2 Minuten kochen. Aber kleine Eier. Wie große Eier halt in klein. Ach, wirklich? Heißes Wasser auf Kochfläche geben. Deckel zu. Unser Wasser kocht nun und wir können unsere Wachteleier hinzufügen. 6. Und ab geht die Luzi. Timer läuft. Während das kocht, geht's weiter mit unserem Gemüse. Und zwar nehme ich Möhrchen. Und die kleinen Möhrchen muss ich jetzt schälen. Ich habe ja bei Tiny Kitchen auch teilweise kleine Geräte benutzt. Aber es macht es halt so viel schwerer. Deswegen, es reicht, dass es am Ende klein aussieht. So klein. Ah! Scheiße. Ja! Eier kommen in ein kaltes Bad. Jetzt kümmern wir uns ums Gemüse und schneiden es klein. Jetzt fange ich schon an wie meine Oma in der Küche. Ist das jetzt ein Stift? Also ich würde sagen, das sind dünne Stifte. Aber vielleicht sind die immer noch. Ich brauche mal eine Vergleichsschale. Wenn die dann da so drin sind. Ist schon ganz schön groß, ne? Aber da müssen die auch noch dünner sein. Oh. Oh, jetzt habe ich aber wirklich hier kleine Stifte. Die Möhren muss man gar nicht kochen, weil sie halt in dem heißen Wasser, glaube ich, schon ein bisschen, also die sind so dünn, die werden in dem heißen Wasser safe durchkochen. So, wow. Ist das mühselig, ich drehe durch. Soundeffekte sind ganz wichtig. Ich brauche mal kleine Schalen, damit ich diese Sachen aufbewahren kann. Guck mal, Leute, da habe ich jetzt eine kleine Schale und da kommen meine kleinen gestifteten Möhrenchen rein. Öl mit Knoblauch und weißen Teilen. Ach so, ich brauche doch noch Frühlingszwiebeln. Natürlich nicht für die Deko, aber für die Brühe. So, Frühlingszwiebel check. Ich habe mal einen Trick von Timo gelernt, wie man so Knoblauch auseinanderkriegt. Ah, da war's. Ah. Meine Hände werden gleich so stinken. Falls ihr einen besseren Trick habt zum Knoblauchschälen, schreibt ihn mir gerne in die Kommentare. Und nachdem wir den Knoblauch 3 Stunden lang gepult haben, schneiden wir ihn in kleine Scheiben. Und kommt mir jetzt nicht mit, ach, warum benutzt du keine Presse? Warum hältst du nicht die Fresse? So, nehmen Sie einen Topf, der groß genug ist, um die Dinge zu erledigen, die Sie vorhaben. Packen Sie ihn auf den Kochzeranfeld, drücken Sie auf
Start. Und dann nehme ich mein scheiß Tomi-Öl, was leider immer noch da ist. Das tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht und Tomi-Öl gekauft. No, God! Also dit wartet jetzt quasi, dass dit da rein kann. Und in der Zeit stehen wir nicht dumm rum, sondern kümmern uns um unser Pak Choi. Oh, da ist der Mini Pak Choi. Diese Teile brauche ich. Guck mal, Pak Choi gibt's quasi auch in Mini, weil in dem Körper drin kleine Mini Pak Choi's sind. Kann sich auch sehr darüber freuen. Aber guck mal, das sind kleine Mini Pak Choi's. So, jetzt braten wir unseren Knoblauch aus, während mein Freund einen Snack sucht. Snacktime. 3 Esslöffel Miso-Paste. So, Miso-Paste ist quasi einfach Sojabohnenpaste. Oh, das riecht voll gut. 1 Esslöffel Sriracha. Mit 1,5 Liter Wasser ablöschen. Oh. Quit playing games with my heart. Ich habe auf jeden Fall einen kleinen Schneebesen. Vorsicht! Heiß und stinkig. Unsere Shiitake-Pilze hatten jetzt genug Zeit, um sich aufzuweichen und kommen in ein Sieb. So, und dann spülen wir sie aus und das fühlt sich überhaupt nicht eklig an. Nein, Essen ist nicht eklig. Und Shiitake-Pilze sind auch deine Freunde. Sie wollen einfach geliebt werden, okay? Und es ist super geil, sie zu waschen. Es fühlt sich mega gut an zwischen den Fingern. Wow, Shiitake-Pilze. So, ich nehme jetzt mal die Hälfte und schneide sie und packe sie mit in die Brühe. Ein paar Champignoten machen wir auch noch rein. Champignons haben ja wirklich das kleinste Aroma. Und wusstet ihr, dass man sie sogar roh essen kann? Tja, jetzt wisst ihr es. Jetzt geht's weiter mit der Tiny Edition. Wir müssen uns nämlich noch um die ganzen Toppings kümmern. Dafür nehmen wir unseren Schnittlauch und tun so, als ob es Frühlingszwiebeln wären. Toll, toll, super toll. So, jetzt brauchen wir natürlich die typischen Ringe. Schnittlauch riecht so gut. Wisst ihr, was auch ein toller Tipp ist? Nicht zu weinen, wenn man Schnittlauch schneidet. Okay, das kommt jetzt in unsere kleine Schüssel. Unsere nächste Deko ist Zucchini. Deko, Topping. Und dafür benutze ich einfach nur meine Parmesanreibe anstatt die große Reibe. Wie große Zucchini, nur in klein. So, unsere Suppe köchelt und das darf sie jetzt mindestens 10 Minuten machen. Kann so vor sich hin köcheln. Als nächstes brauchen wir unser Seetangblatt. Und zwar gibt es dann immer so große Scheiben an der Seite. Und das ist halt nicht schwer nachzumachen, wir müssen sie einfach nur klein machen. Boah, das geht so viel einfacher. Ich bin so dumm. So, und das kann dann halt hier so in der Suppe sitzen, wisst ihr? Nori-Blätter, check. Nun kümmern wir uns mal um die Eier. So, unsere Eier haben einen leichten Grünstich. Aber das ist gar nicht schlimm. Oh mein Gott, das ist echt wie ein Hühnerei, nur ein klein. Jawohl. Ich backe jetzt da noch Sojasauce rein und hoffe, dass sie vielleicht ein bisschen bräunlich werden. Wir wollen es halt so realistisch wie möglich, gell? Chili! Bis hier da sieht die nämlich noch so. Und ab hier wird sie zu groß. So, das reicht eigentlich auch schon für unser Miniaturwunderland hier. Jetzt kommt das, wovor ich am allermeisten Angst hatte. Die Nudeln. Ramen-Nudeln selber machen. In super dünn. Ich habe ja schon mal eine Ramensuppe zusammen mit Andong gemacht, die von Naruto. Und dort haben wir Ramen-Nudeln selber gemacht. Das ist aber schon sehr lange her. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Weizenmehl, Wasser, Salz. Das machen wir jetzt einfach. Wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Mehl, so. Da ich Natron nur in Tablettenform habe, nehme ich jetzt eine Tablette Natron in dieses Ding hier und fühle mich, als ob ich in der Apotheke wäre. Also eigentlich müsste man das Natron jetzt backen, damit es alkalischer wird und gelblich, so wie man Ramennudeln kennt. Aber wen juckt's am Ende des Tages? Salz. Das wird so alles hier mal so zusammengemixt. Schön, hör mal. Und daraus machen wir jetzt ganz easy unsere Ramennudeln. Ohne Stress. Haben wir jetzt hier so eine Kuhle. Da kommt unser Wasser rein. Also Nudeln machen ist wirklich eigentlich keine Kunst. Ist jetzt aber auch alles hier Augenmaß. Ich sag mal so, wenn man ja kein Tiny Kitchen macht, dann kann man hier jetzt auch ganz easy einfach fertige Rahmen aus dem Supermarkt nehmen. Da sie jetzt aber so klein werden müssen, machen wir es selbst. Das ist doch ein super Teig. Zum Ausrollen benutzen wir Speisestärke. Und das größte Rollgerät, was ihr findet. Boah, ist der Teig dünn! Der ist so dünn! Jetzt müssen wir den Teig schneiden. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, aber hier ist die erste Nudel.
Ja, also ich schneide jetzt die Nudeln und wir sehen uns dann gleich, wenn wir sie kochen. Ich habe hier gerade 6 BTS-Songs lang Nudeln geschnitten. Wir stellen das mal jetzt vorsichtig zur Seite. So, Wasser kocht. Schaut mal, ist doch toll. Dann packe ich die in kochendes Wasser rein, schwinge da ein bisschen rum. Und dann brauche ich jetzt aber auch ein Eisbad, denn wenn Rahmnudeln kochen, muss man sie sofort, dürfen keine Sekunde länger kochen, weil auch die halt super dünn sind. Eiskaltes Wasser vorbereitet. Also eigentlich macht man so ein Nest mit den Nudeln. Dann packt man das Nest ins Bettchen hier rein. Jetzt ins kochende Wasser. Oh, wie niedlich! Das sind wirklich kleine Rahmnudeln. Ah, oh, ich freue mich. So. Und ab ins Eisbad. Ich lege immer ganz kurz den Pak Choi rein. Ja, und jetzt geht's los, gell? Oh, ich bin aufgeregt. Oh, das sind ganz kleine, feine Rahmen. So. Die Rahmen, die Nudeln liegen im Bettchen. Okay, wir kümmern uns jetzt um die Drapation, gell? Erstmal die Blätter. Schauen wir mal, wie das Ei geworden ist. Ah, durchgekocht, Mann. Und dabei habe ich das doch sogar so gemacht. Aber was wir haben, ist dieses schöne Braune. Pak Choi schneide ich auch noch mal in der Hälfte durch. Dann noch ein bisschen kleiner aus. So, Zucchini, Möhrchen. Ich meine, es ist eingelegter Mais, aber who cares, ne? Ganz ehrlich. So, und dann machen wir jetzt die Brühe. Oh. Das sieht aus wie eine Ramensuppe. Ja, wie soll es denn sonst aussehen, Vanessa? Chili fürs Geschmackle und Lauchzwiebel. Wow. Jetzt ist sie unscharf, ne? Hm. Das ist meine Hand. Leute, Thumbnail machen und gleichzeitig probieren. Wow. Probiere ich so ein Ei. Es war eine gute Idee, das Ei in die Sojasauce zu packen. Dadurch hat das nochmal so einen richtig salzigen, leckeren Mantel. Guck mal, und bei den Rahmen geht es aber um die Nudeln. Dann machen wir mal hier eine ordentliche Portion. Oh mein Gott, das ist so süß. Boah, das ist so lecker. Timo! Komm, unbedingt probieren! Ich meine, du weißt doch, am Ende sieht man dich eh wieder nicht, weil du zu groß für die Kamera bist. Warte. Bitte schön, setzen Sie sich in Ihr kleines Rahmenrestaurant. Hallo und danke für die Verkostung hier. Ah, mit ein bisschen Pak Choi. Geil. Lecker, oder? Ich will das in groß haben. Das ist so deprimierend, dass es nur so klein ist. Nice, oder? Ah, übergeil. Also Leute, falls ihr noch eine weitere Idee habt, was ich dann in Tiny kochen soll, vielleicht auch mal wieder was in einer normalen Größe. Vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen mehr kochen. Ich will mehr. In normalen Größen. Ja, das ist überlecker. Ich koche ab sofort alles nur noch Tiny. ja, bis dann Leute, tschüss. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und... Es war sehr lecker. Macht's gut. Hier noch ein Ei zum Schluss. Einfach lecker. Einfach lecker. Bis dann.